Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Koalitionsvertrag von SPD, Linken und Grünen steht ja der hier schon zitierte schöne Satz: Der Anspruch bleibt, der offene Vollzug ist Regelvollzug. Ich würde sagen, dieser Satz ist jetzt keine Revolution. Das ist geübte Praxis seit vielen Jahren. Auch in Berlin war genau das über 30 Jahre lang, wie im ganzen Bundesgebiet, geltende Rechtslage. Denn bis zur Föderalismusreform galt auch in Berlin das Strafvollzugsgesetz des Bundes, in dem der offene Vollzug Regelvollzug war. Jetzt sind die beiden Vollzugsarten gleichrangig nebeneinander gestellt. Der Kollege Kohlmeier hat das beschrieben. Also, ich finde, das ist ein guter Vorsatz der neuen Koalition, aber kein Umsturz der Verhältnisse. Aber dieser Satz ist offenbar geeignet, eine aufgeregte Debatte auszulösen, wenn eine große bunte Zeitung darüber berichtet. Und dann werden Mythen und Schreckensszenarien verbreitet, die dann in der Welt herumgeistern. Und damit will ich hier gleich am Anfang mal aufräumen. Also, was ist der offene Vollzug? Im offenen Vollzug muss man abends in den Bau und darf tagsüber raus, in der Regel, um zu arbeiten. Bevor das passiert, wird geprüft, ob die Person geeignet ist für solche Vollzugslockerungen. Und das heißt, es sind eben nicht die üblen Straftäter, von denen eine Gefahr ausgeht für die Sicherheit. Und zwar egal, ob das die Regel oder die Ausnahme ist. Eine Prüfung findet immer statt. Fast ein Viertel der Berliner Inhaftierten verbüßen bereits jetzt ihre Strafe im offenen Vollzug. Und das ist viel im bundesweiten Vergleich. Ich finde das gut. Und wenn jetzt einige behaupten, der offene Vollzug an sich ist eine Gefahr für die Sicherheit, dann lege ich nahe, sich mal mit den Fakten auseinanderzusetzen. Der noch amtierende Senator Thomas Heilmann, CDU, hat die Praxis im offenen Vollzug evaluieren lassen. Und siehe da, die Missbrauchsquote, also der Anteil derjenigen, die aus dem offenen Vollzug nicht in die Anstalt zurückkommen, liegt bei 0,07%. Und wer da behauptet, es wäre eine Gefahr für die innere Sicherheit, der macht Politik mit den Ängsten der Bürger. Und das ist verantwortungslos, meine Damen und Herren. Und ich zitiere jetzt nochmal den Herrn Senator dazu. Herr Kohlmeier hat es schon getan, aber ich finde, den schönen Satz kann man ruhig nochmal wiederholen. Der offene Strafvollzug ist keine liberale Verirrung, sondern ein hoch erfolgreiches Konzept, wie Strafgefangene besser resozialisiert werden können. Und das sagt ein CDU-Senator. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Formulierung. Da darf man sich schon wundern, warum sich jetzt einige über diesen Satz so aufregen. Ja, wir wollen den offenen Vollzug stärken. Und gerade in Berlin kann man sagen, er ist eine Erfolgsgeschichte. Er hat die Aufgabe, dass Inhaftierte das Leben außerhalb der Gefängnismauern erproben und sich auf ein Leben nach der Entlassung vorbereiten können. Wir nennen das Resozialisierung. Und das ist das Gleiche wie andere Dinge, die sich SPD, Linke und Grüne im Koalitionsvertrag gemeinsam vorgenommen haben. Kollegin Seibelt hat es ja schon alles aufgezählt. Ich habe hier auch noch ein paar Dinge. Also, wir haben die Ausweitung der Arbeitsmöglichkeiten im Vollzug, den Zugang zu digitalen Kommunikationsmitteln, denn jemand, der 10 Jahre lang im Bau nicht einen einzigen Computer gesehen hat, der wird es schwierig haben, im Leben danach sich zurechtzufinden. Die Einbeziehung von Strafgefangenen in die Rentenversicherung und nicht zuletzt die Verbesserung der Personalausstattung im Vollzug, damit die Menschen dort nicht nur verwahrt werden, sondern damit Betreuung, Therapie und Entlassungsvorbereitung vernünftig stattfinden können. Und jetzt sage ich Ihnen mal was. Ja, Resozialisierung ist nicht nur Teil eines menschenwürdigen Strafvollzugs. Sie nennen es Romantik. Jede Maßnahme, die Inhaftierten dabei hilft, nach der Haft wieder ein geregeltes, straffreies Leben zu führen, nützt uns allen. Denn Resozialisierung verhindert Straftaten. Und deswegen ist Resozialisierung auch die beste Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren. Und ich will jetzt mal auf die Haftplätze zu sprechen kommen. Es wurde ja behauptet, Rot-Rot-Grün würde jetzt die Knäste dicht machen oder keine neuen bauen und dann würden die ganzen Straftäter frei rumlaufen. Was für ein absurder Unsinn. Wir haben im Moment ausreichend Haftplätze und wir haben eine ähnliche Auslastung wie vor einem Jahr. Da hat sich also nicht sehr viel geändert.
Und wenn wir wirklich mehr brauchen sollten, dann gibt es die Möglichkeit, mit Brandenburg zusammenzuarbeiten. Eine der großen Berliner Vollzugsanstalten steht in Brandenburg, wer es noch nicht gemerkt hat. Und beim Jugendarrest gibt es auch schon eine Kooperation, die gut funktioniert. Also das wäre möglich. Man muss sich aber doch auch mal anschauen, wer in den Berliner Gefängnissen alles sitzt, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und dann stellt man fest, da sitzen jede Menge Ersatzfreiheitsstrafer. Menschen, die zu Geldstrafen verurteilt wurden, Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen diese Geldstrafen nicht bezahlen können, sehr viele davon sind Schwarzfahrer. Und das sind ganz überwiegend von Armut betroffene Menschen, das sind Menschen, die Probleme in ihrem Leben haben. Und ganz überwiegend sind das Menschen, die nicht kriminell oder gefährlich sind. Und ich sage, diese Menschen, die Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, die gehören nicht in den Knast, sondern sie brauchen Lebenshilfe und Sozialarbeit. Und deswegen sollte es unsere Aufgabe sein, den Anteil der Ersatzfreiheitsstrafe im Vollzug zu verringern, damit man sich dort um die wirklich Kriminellen kümmern kann. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, Programme der Haftvermeidung, die Arbeit statt Strafe auszuweiten. Und ich finde, das ist der richtige Weg, um den Berliner Vollzug zu entlasten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es tatsächlich zu einer rot-rot-grünen Koalition auf Grundlage des ausgehandelten Koalitionsvertrags kommt, dann könnte man sagen, diese Strafvollzugspolitik ist beispielhaft für die Grundausrichtung beim Thema öffentliche Sicherheit und Bürgerrechte. Wir wollen Straftaten verhindern und setzen auf gezielte Prävention. Wir wollen die Arbeitsbedingungen und die Besoldung bei Polizei, Feuerwehr und Justiz deutlich verbessern. Wir setzen beim Thema Kriminalität auf eine bessere Personalausstattung bei den Sicherheitsbehörden, auf mehr Präsenz, auf klassische, personalintensive Ermittlungsarbeit, insbesondere bei der Polizei. Und wir setzen eben nicht auf spektakuläre, aber sinnlose Maßnahmen wie Frank Henkels Null-Toleranz-Zonen oder die Belagerung der Rigaer Straße durch die Polizei. Und wir setzen nicht auf wirkungslose Grundrechtseinschränkungen wie die Videoüberwachung. Und ja, wo wir der Meinung sind, Befugnisse, Datenbanken oder Überwachungsmaßnahmen sind nicht erforderlich oder nicht verhältnismäßig, dann sollten wir darauf verzichten oder sie anders regeln. Völlig klar. Und deswegen ist für mich auch völlig klar, sich um die Sicherheit kümmern und Grundrechte stärken, das ist kein Widerspruch. Und da werden wir uns nicht beirren lassen von irgendwelchen Populisten, die meinen, der Stammtisch wäre der Ort, wo Sicherheitspolitik gemacht wird. Wir hatten jetzt 5 Jahre lang 2 CDU-Senatoren, denen die Schlagzeile wichtiger war als die Lösung von Problemen. Herr Heilmann hat immer schöne Pressekonferenzen gemacht und stolz irgendwelche Projekte verkündet, die dann meistens im Sande verlaufen sind. Und Frank Henkel war eigentlich mehr weg als da. Der Stuhl ist schon wieder leer, wir haben uns schon dran gewöhnt. Also er wird höchstens als Dienstreisesenator in die Geschichtsbücher eingehen. Also ich bin wirklich, wenn das so sein sollte, wenn es Rot-Rot-Grün gibt, wäre ich froh und erleichtert, dass das endlich ein Ende hat. Und ich glaube, die meisten Berlinerinnen und Berliner wären es auch. Vielen Dank.